Gut, Mama. Überbissig. Mhm. Schauen. Wie ist das Fliegen für dich? Sehr geil. Sehr geil. Was ist das Geile dran? Dass man gut ist. Ich denke, es ist die größte Konzentration, die es im Sport gibt. Vielleicht vergleichbar mit, weiß ich nicht, einer Eskimo-Rolle beim Sport oder Stabhochspringen oder sowas. Das sind Dinge, die in Konzentration vergleichbar sind, weil man ja im Gehirn ständig in der Maschine sitzen muss und man muss praktisch das, was der Pilot sieht, im Gehirn nachvollziehen. Wurscht, ob die Maschine verkehrt, am Rücken, zu einem hin, von einem weg fliegt, und all diese Dinge zu verstehen und dann in Steuerbefehle umzusetzen, das erfordert halt eine Konzentration, die der wirkliche Reiz an der ganzen Geschichte ist. Der Unterschied zwischen echt fliegen und im Flugsimulator fliegen? Also, dieser entscheidende Unterschied ist erstens die Baufehler, die man hat, wenn man ein Flugzeug baut, und die Windverhältnisse. Man kann im Simulator nie diese Verhältnisse nachbauen, die man hier hat. Das ist kein Wind, der immer in die gleiche Richtung geht, das sind Turbulenzen, und insofern ist Simulatorfliegen nur die halbe Wahrheit, weil das echte Modellfliegen schon um einiges anspruchsvoller und komplizierter dann ist. Wir fliegen ja meistens so, wenn rund um uns Bäume sind und viel Wind geht, das ist dann schon schwierig. Was ist das Anspruchsvolle am Modellfliegen? Da muss man nur Gas geben, oder? Dass man nicht abstürzt. In der Luft bleiben kann jeder, aber landen, das ist dann eine Schwierigkeit.